Also, BFU-Berichte. Ich habe da jetzt mal sieben verschiedene rausgesucht, die wir uns mal anschauen wollen. Das sind, sagen wir mal, Unfälle, die schon alle ein bisschen repräsentativ sind, die immer wieder häufiger vorkommen. Ich habe probiert, jetzt möglichst junge zu nehmen. Und immer, was können wir machen, um sowas bei uns zu verhindern, wo man da ein bisschen reingehen kann. Ich würde es immer ein bisschen ganz kurz vorstellen, was da passiert ist. Wir haben hier einmal das allererste Thema F-Schlepp. Wir haben, glaube ich, mal eine Zeit lang in Schweinfurt F-Schleppverbot gehabt, weil uns sowas auch passiert ist, dass wir schlicht und ergreifend hinten im Segelflugzeug der Schleppmaschine die Nase hochgezogen haben. Und dann, sage ich mal, hatte eigentlich im Prinzip der F-Schlepp-Pilot keinerlei Chance, das in irgendeiner Form auszuklinken, wenn da viel Zug drauf ist. Und das Segelflugzeug zieht halt auf die Nase hoch. Und wenn er noch in Bodennähe ist, dann drückt es ihn halt in den Boden rein. Das ist genau hier passiert. Moment, immer so, dass man beides ein bisschen sieht. Letztendlich ist da eine zerstörte DR400. Das war jetzt in der Schweiz, aber kommt häufiger vor. Manchmal kann man noch irgendwie ausklinken, oder der Segelflieger ist schlau genug, da auszuklinken. Und genau, ist doch ein sehr heftiges Schadensbild, was man dann bei sowas hat. Können wir mal einmal in den Untersuchungsbericht reinschauen. Oder ich glaube, gestorben ist dann niemand bei dem Unfall, weil, sag ich mal, dafür war das jetzt doch einer immer erheblich verletzt. Das hat vorne im Schlepppilot ist auch so das Thema, wo man natürlich abhängig ist von dem, der hinten dran sitzt. Und jetzt will ich aber, bevor mir jetzt zu viel erzählt, einfach mal, wir sammeln ein paar Kärtchen, schreiben sie einfach drauf, die noch nie mit Jamboard gearbeitet haben. Ihr könnt einfach hier links draufklicken in das mittlere Symbol. Das bringt euch so ein Kärtchen her, diese kleine Karte, die da drauf ist. Und dann machen wir uns einfach in Gelb die Antwortkarten. Dann könnt ihr irgendwas reintippen, was kann ich da machen, damit sowas nicht passiert. Und ich würde einfach sagen, wir sammeln dann mal so 5, 6 Punkte oder vielleicht gibt es auch nur einen, den man da machen kann. Einfach mal, legt mal ein bisschen los und haben dann am Schluss eine schöne Tafel mit Punkten, die man dann auch nochmal für die Nachbereitung im Verein dann veröffentlichen können, was wir da haben. Und ihr könnt auch gleich einfach reinrufen oder reinschreiben, ganz wie ihr wollt. Ich möchte jetzt ein bisschen interaktiv halten, dass wir jetzt so ein bisschen nochmal Energien sammeln und alles hier bündeln. Also, jetzt legt mal los. F-Schlepp, wie kann man solche Unfälle im Prinzip verhindern? Eigentlich ist es ja nur eine große Geschichte. Und dürfen gerne die da sich zu Wort melden, die noch nicht die mega viele Flugerfahrung haben, nicht die mega vielen F-Schlepps oder die jetzt gerade in der Ausbildung sind, aber natürlich auch die etablierten Piloten. Wenn Sie Fluglehrer jetzt alles reinschreiben, ist wahrscheinlich ein bisschen langweilig. Okay, ihr seid noch nicht so richtig warm. Dann legen wir jetzt mal vor. Dann machen wir das eine Punkt. Wir nehmen mal ein Kärtchen her. Und letztendlich ist dann halt einfach, sage ich mal, das Segelflugzeug am Boden halten, nicht die Schleppmaschine übersteigen. Und dann ist das mal mein Kärtchen. Okay, jetzt kommen da schon irgendwelche anderen raus. Ausklinken, ausklinken, wenn man das Motorflugzeug nicht mehr sieht. Genau das sind die zwei Sachen. Und dann ist die nächste Regel, die ich jetzt nochmal mit reinwerfen möchte, wenn das weiter oben ist, da kann man natürlich auch das Motorflugzeug nach unten ziehen. Wenn ich da einfach übersteige, ist natürlich Fahrwerk der Schleppmaschine am Horizont, ist so die Faustregel. Maschine am Horizont. Und dann noch mal ein Thema am Boden. Natürlich ist die Schleppmaschine braucht mehr Fahrt, bis die auch wirklich fliegen kann. Bei 100 km/h ist unangenehm, mir das Sierra Micro schon zu, sage ich mal, dann Steigflug zu gehen. Erstmal Schleppmaschine Fahrt aufholen lassen. Aufholen lassen. Trimmung Kopflast ist auch ein guter Hinweis. Genau, kriegen wir doch hier einiges zusammen. Schieben wir die nochmal drüber. Mit Schleppmaschine Fahrt aufholen einfach. Ihr bleibt im Bodennähe und wartet halt einfach. Ihr fliegt hinterher und eben nicht die einfach hochsteigen. Wenn ihr sagt, okay, ihr habt eure 110, 120 km/h, wenn der Schlepppilot halt 130 auflegen möchte oder sowas, dann der gibt einfach vor, was ihr macht und ihr macht nicht hinter.
Und natürlich Konzentration, würde ich noch mal einmal draufschreiben. Ihr seid da nicht wie beim Windenstart oder sowas, dass ihr vorgebt, was das Flugzeug macht, sondern der Pilot vorne gibt vor, was man macht. Also das sind komplett vermeidbare Unfälle. Über vermeidbare Unfälle werden wir uns nachher auch noch ein bisschen unterhalten. Ich habe noch eines, das betrifft den Motorpiloten. Der kann ein bisschen was machen. Das ist nicht so die allerwirksamste Lösung, aber wenn man rechtzeitig das Bugfahrwerk entlastet und damit den Schwanz runter nimmt, das kann man schon zum Zeitpunkt machen, wo das Segelflugzeug nicht schon abheben kann. Dann kriegt man das Motorflugzeug auf jeden Fall schon mal in eine Fluglage, wo es auch abheben kann. Dann schaffst du es gar nicht mehr, den so weit hochzuziehen, dass er dann gar nicht mehr abhebt. Da kann man dem Ganzen ein bisschen vorbeugen. Zugegebenermaßen ist die erste Wahl, dass das Segelflugzeug erst gar nicht so weit kommen lässt. Ja, Das kann ich jetzt aber nicht auf den Zettel schreiben, das ist zu lang. ja. Okay. Aber auf jeden Fall in Schweinfurt ist es halt eben auch passiert, nicht zum Unfall geführt, aber da hat sich der Schlepppilot und infolgedessen der gesamte Schweinfurter Verein geweigert, Piloten des Luftsportclub Kitzingen generell zu schleppen, weil dann wohl unser Ausbildungsstand zu schlecht ist. Ich meine, wir machen sehr viel Windenstart, andere Vereine machen mehr F-Schlepp oder gemischter mehr, die haben dann mehr Praxis da drinne. Wir sind natürlich schon F-Schlepp-Anfänger, muss man schon fairerweise sagen. Und da solltet ihr auch, wenn ihr irgendwo hingeht, zum Beispiel jetzt auf dem Lima-Lehrgang, der Leo und der Felix hat vorher nochmal F-Schlepps üben, dass ihr euch da halt nicht blamiert, sondern dass ihr halt dann nochmal im Verein ein paar macht. Hat Gut, was für eine nehmen wir das Kupplung nächste. waren das? Arnulf? Ja. An welcher Kupplung waren das Segelflugzeug hängt, bitte? Es war eine ASK oder was? Nee, warte mal, was war das? Moment, schau mal im Bericht nach. Das war eine ASW19. Schauen wir mal, F-Kupplung. Ja, die hat nur eine Schwerpunktkupplung. Der Schlepp kann nach vorne und der Pilot Angaben. Müssen wir sie jetzt mal im Detail durchlesen. Letztendlich geht es aber natürlich an beiden Kupplungen. Also das ist erstmal irrelevant. An der Ja, natürlich der Schwerpunktkupplung tut er sich mehr Aufbauneigung haben, aber ganz generell kann ich ihn an beiden Kupplungen, wenn ich einfach in den Steigflug übergehe, ist einfach das Segelflugzeug irgendwann über dem Motorflugzeug und dann zieht halt einfach das Seil, hat eine Komponente nach oben. Es geht mit ist der Schwerpunktkupplung einfacher, aber genau. aber erfahrungsgemäß, ich habe ja viel mit der 20 geschleppt, die hat nur die Schwerpunktkupplung. Das kostet schon wegen Übung, dass die Maschine dir nicht wegsteigt. Deswegen sollte man, wenn man F-Schlepp übt mit Lehrer, das auch mal an der Schwerpunktkupplung probieren, wenn man bloß eine Schwerpunktkupplung in Zukunft einmal fliegen will. Das ist ein großer Unterschied. Wolfgang, können wir probieren, ob man mit dem Twin oder Perk was man F-Schlepp an der Schwerpunktkupplung machen? Das können wir, ist eine Idee. Sollte man vielleicht erstmal von den Fluglehrern probieren, wie sich es da verhält? Habe ich noch nicht Ich habe gemacht. das schon gemacht, da habe mich damals der Widdekind Franz Müssen wir nochmal eingeklinkt. drüber Und nachdenken. was hat er gemacht? Er hat mich an der Schwerpunktkupplung eingeklinkt und nicht an der Po-Kupplung. Okay. Ja, Arnulf, Na. da geb ich dir auch recht. Der entscheidende Knackpunkt bei uns ist wirklich die mangelnde Übung. Also ich sage jetzt für mich jetzt persönlich, wo ja doch jetzt schon verdammt viele Jahre fliege, an der Winde, da muss ich nicht drüber nachdenken, das mache ich im Schlaf. Beim F-Schlepp muss ich mich jedes Mal konzentrieren. Es fehlt einfach an der Übung. Das müsste man einfach mehr machen. Dann üben, kommt auf die Fluglehrer zu, wir stehen immer bereit. Und jetzt haben wir zwei Schleppmaschinen, also jetzt geht es vielleicht auch einfacher, dass da nicht immer eine weg ist oder sowas, genau. Okay, ich würde jetzt ein bisschen mal durchgehen. Ansonsten, wenn ihr da ganz viel Interesse habt, dann machen wir auch nochmal zusätzliche Sessions. So wie es sieht, ist Lockdown ein bisschen länger. Da können wir nochmal uns auch um solche Themen gezielt kümmern. Als zweites habe ich einen Unfallbericht, der ist noch nicht als Untersuchung fertig, aber den habe ich schon mal bei aviationsafety.net in der Datenbank gefunden, bezogen auf einen Zeitungsbericht. Und zwar beim Absturz des Segelflugzeuges auf dem Gelände Hohenlohe-Dörnberg sind am späten Donnerstagnachmittag eine Flugschülerin 17 Jahre und ihr Fluglehrer 46 schwer verletzt worden. Für den Absturz offenbar war verantwortlich ein Jogger. Der Segelflieger befand sich in der Startphase, als ein bisher unbekannter Jogger die Startbahn passierte. Ein weiterer Flugschüler, der zu dieser Zeit die Flugsicherung am Boden wahrnahm, bemerkte den Jogger und ließ den Stab sofort abbrechen. Der Segelflieger von Typ ASK21 stürzte darin aus etwa 5 Meter Höhe auf die Landebahn. Ich meine, klar, da hat er noch ein Ding, wenn da der Zug weg ist und ich habe da vielleicht ein bisschen zu stark drin oder ähnliches, habe ich ein Problem.
Das ist ein Fall, vor dem natürlich jeder ein bisschen Angst hat. Das sind jetzt zwei Sachen, die wir uns mal anschauen und wo ihr gerne mal Kärtchen zu reinschreiben könnt. Nämlich einmal, wie verhindern wir, dass ein Jogger über die Bahn läuft? Und das zweite, wie verhindern wir, dass dieser Unfall passiert wäre, sprich Startabbruch oder sowas? Da würde ich mal eure Meinung interessieren, was ihr da so auf die Kärtchen schreibt, wie so ein Unfall bei uns verhindert werden kann, was da drauf ist. Und genau, ich sehe schon das erste Kärtchen, Tor schließen. Ist natürlich eine Variante, die da hilft. Da ist wir sind ein eingezäuntes Gelände, das da passt. Ein paar mehr Sachen, bitte mal. Genau, da muss ich es nicht schreiben. Nach frei weiterschleppen. Ganz wichtig, das sage ich jedem. Ich meine, da gibt es, es ist ein Graubereich, wie man damit umgeht, wenn da dann auf einmal ein Halt-Stopp reinkommt. Wenn ich auf der Winde sitze, ich sitze selten auf der Winde als Fluglehrer, aber ich gebe immer die Sachen weiter. In dem Moment, wo das Flugzeug abgehoben ist, schleppe ich das Ding erstmal hoch. Erstmal auf eine sichere Höhe, Minimum 150, 200 Meter. Egal was. Wenn da jemand reinläuft, der wird unten zersägt. Ist genauso das, oder ist diese Abwägung schwer zu treffen, ob jetzt der Jogger Schaden nimmt oder der Pilot Schaden nimmt. Hier sind jetzt zwei Piloten Schaden genommen und der Jogger war vielleicht noch gar nicht an der Bahn oder hat sonst irgendwie nicht mitgekriegt, dass der genau über dem Seil ist. Die Wahrscheinlichkeit ist ja doch, sage ich mal, relativ gering. Und ansonsten natürlich, das hat noch keiner geschrieben. Wie kann man vorm, da schreiben? Vorm Start. Hier links, Peter. Hier links auf der linken Seite sind die ganzen Menüsachen. Und der vierte Punkt von oben ist so ein kleines Kärtchen und der macht dann eine Notiz auf. Wir schreiben einfach immer die Notizen rein. Und ich schreibe jetzt mal Startstrecke beobachten. Startstrecke beobachten. Und zwar der Windenfahrer, der sieht es am besten. Der Pilot, dass der vorher schaut, steht in der Checkliste drin. Start- und Ausklinkraum frei. Dann der Flugleiter, der sieht es noch am schlechtesten, weil der oft ein bisschen abseits steht und wir haben von beiden Seiten aus haben ein Hindernis zum Abstellplatz. Und die Starthelfer, die sehen es wieder besser. Und Dritte am Vorfeld. Also letztendlich ist das eine Aufgabe, die natürlich den gesamten Verein betrifft, dass der gesamte Verein da die Augen aufhält und es nicht die nicht die verantwortlichen Sachen sind. Okay, jetzt hat einer noch die Karte reingekommen, Flugsicherung nur durch erfahrenen Piloten, nicht durch Flugschüler. Das ist tatsächlich natürlich immer, wenn sowas passiert, dann kommt alles zusammen. Also es sind auch in Melrichstadt der Unfall, da war irgendwie auf der Winde ein Flugschüler und ich glaube, den Start hat ein Flugschüler durchgegeben oder sowas. Das ist dann auch nochmal dumm, genau, wenn dann die Leute nicht so die Erfahrung da drin haben. Aber deswegen, wenn ihr da mal auf der Winde sitzt, und gerade ist derjenige hinten dran nicht richtig aufmerksam oder sowas, dass ihr euch mal einprägt, wenn das Flugzeug abgehoben hat, wenn das frei schon kam, dann erstmal durchschleppen. Wenn es am Boden ist und ich habe dann vielleicht überrollt und das Seil hat sich im Rad verwinkelt, dann muss ich natürlich den Start abbrechen, weil dann ist das Risiko zu hoch, dass er oben nicht ausklingt. Aber in dem Moment, wo ihr wirklich frei habt, ihr habt das Gas reingegeben und das Seil läuft schon mit guter Fahrt rein und ihr seht, hat sich jetzt in die Luft bewegt, dann natürlich reingehen. Ausklinken, wenn noch in Sicht und im Boden, genauer also als Flieger, dass ich da rausgehe. Gut, das war mal dieser Fall. Sollte bei uns nicht ganz so häufig sein, aber alles Mögliche kann natürlich reinfahren oder dass dann die von Veoneer oder sowas, auch die, nicht nur wir halten uns nicht an die Vereinbarung, auch die gehen dann nicht sehr sorgfältig damit um mit unserem Flugbetrieb. Das sind die Punkte, die wir haben. Dann gehen wir mal weiter, löschen das nächste KN raus. VfR und IMC, nachdem jetzt so wenig Leute da sind, das Video haben, glaube ich, alle gesehen. Das ist immer wieder natürlich ein Fall. Da ist hier ein Untersuchungsbericht, da sieht man diese schöne braune Stelle auf dem Stein, wo quasi jemand eingeflogen ist. Links sieht man, wie es an dem Tag ungefähr aussah. Da ist halt einfach irgendwo unten Wald und dann aufliegende Bewölkung. Und das hat man ja bei dem ersten Thema Fleiße Plane gesagt, Einflug in Wolken, was ja das de facto ist, diese aufliegende Bewölkung, auch wenn sie eher wie Nebel aussieht, aber es ist das Gleiche. Das ist halt einfach so ein Game Over. Kann uns das passieren? Weiß ich nicht genau. Ich würde tatsächlich sagen, Segelflieger, den kann es eigentlich weniger passieren. Motorflieger können es natürlich jederzeit erzwingen, dass sie da in die Wolken reinfliegen. Aber wenn es halt dann, sage ich mal, so ein knapper
Weg ist. Oder Wolfgang, du hast ja den Fall, glaube ich, jetzt schon mehrmals im Thüringer Wald, wenn ich da irgendwie durch muss und oben liegt es auf und ich komme vielleicht durch ein Tal durch oder nicht und auf einmal das Tal steigt an, die Wolken ist oben und der Platz wird immer weniger und am Schluss reicht es vielleicht nicht mehr umzudrehen oder sowas. Oder wenn ich dann im hügeligen Gebiet, sage ich mal, auf einmal links oder rechts höher ist, das ist immer gefährlich. Also es ist immer die Situation, wo es passiert. Und ansonsten könnt ihr euch das Ding anschauen, falls wir nachher Zeit haben, können wir es gemeinsam anschauen. Da sieht man letztendlich, wie innerhalb von 10 Sekunden, sage ich mal, ein Segelflugzeug beim Hangflug aus Versehen in die Wolken reinfliegt. Dann gleitet es in die Wolken ab, kommt ein bisschen hinter den Hang und dann kommt da quasi, die Wolken liegen am Boden auf. Oder kommt aus den Wolken raus, kurz vom Grund, geht wieder die Wolken hoch rein, hilft aber auch nichts. Dann eiern sie dazwischen rum, haben dann auch eine Berührung mit den Bäumen, aber überleben es zum Glück. Ist ganz eindringliches Video, wo man einfach sieht, wenn ich keinen künstlichen Horizont drin habe, dann bin ich da halt in der Regel tot. Oder ich habe halt wirklich ganz, ganz viel Glück. Also deswegen Arnulf, ist mal der Fall. Ja. Weil du gerade gemeint hast, kann uns das passieren? Ich sage einfach mal ja. Es kann jedem passieren. Mir ist es selber mal passiert, so in der Anfangszeit, wo ich damals angefangen habe, mein ATPL zu machen. Ich hatte Gott sei Dank schon ein paar Stunden auf Simulator und auch ein paar Stunden IFA mit Lehrer, als ich von Nürnberg nach München geflogen bin und dann das Wetter ja, bescheiden war. Nürnberg ging es problemlos und dann halt in Richtung Fränkische Alb. Und ehe ich mich versehen habe, war ich im Dreck drin. So schnell hast du gar nicht geschaut. Und Gott sei Dank habe ich dann halt IFA-mäßig halt eine 180-Grad-Wendekurve geflogen, kam dann wieder in VMC rein, dass dann nichts passiert ist. Also es kann jedem irgendwann mal irgendwo passieren. Also man kann aufpassen, wie man will. Es kann passieren. Also der Appell ist vor allem an die Motorflieger, weil da kann sich, da bin ich in großen Wetterräumen, wo auf der einen Seite noch gut ist, auf der anderen Seite schlecht. Da habe ich vielleicht auch meine Instrumente, wo ich mich drauf verlassen kann. Also als Motorflieger ist halt vor allen Dingen der Appell, da nichts riskieren. Da gibt es jedes Jahr tödliche Berichte, weil wenn du halt dann irgendwo ohne Sicht, wo du reinfliegst, da kannst du auch nicht steuern, wie du aufsetzt oder ähnliches. Genau. Und da gehört dann schon, ich meine, klar, viele gehen auch gut aus, wenn ich so wie du 180-Grad-Kurve und wieder raus, so lernt man es ja auch. Aber wenn man halt die Entscheidung zu spät trifft, ist dumm. Also das ist, sag ich mal, beeindruckendes Video. Und hier unten habe ich mal, wenn ihr einfach bei YouTube sucht, VFR und IMC, da gibt es so viele Videos, entweder wenn sie nach dem Unfall gefunden wurden oder aber auch, wenn die Leute noch rausgekommen ist, wie man halt dann einfach, wie bei dichtestem Nebel mit dem Auto, wenn ich da mit 200 oder 150 km/h fahren würde. Das ist, sage ich mal, so ungefähr dieses Niveau. Okay, dann das nächste, löschen. Was haben wir hier? Take-off-Check. Der Unfalluntersuchungsbericht ist wie folgt. Eine Superdemona macht einen F-Schlepp mit der ASK 21, also ASK 21 Doppelsitz am Motorsegler ist schon eine sportliche Nummer, das hinzukriegen. Und die steigt nicht richtig und steigt nicht richtig, also steigt gar nicht, kommt halt keine Ahnung, keine 20, 30 Meter hoch. Das Segelflugzeug klingt dann aus und die Superdemona stürzt hier in Bäume rein und ist ein Totalschaden. Und am Schluss war halt einfach das Ding, weil eben Doppelsitzer am Motorsegler ist, sage ich mal, halt einfach eine knappe Sache von dem, was sie an Starkleistung hat. Und am Schluss hat man festgestellt, dass die nur auf einem Magneten von der Doppelzündung ist. Und auch bei der Sierra Mike oder sowas, halt wenn ich in der Bose-Stellung bin, habe ich halt einfach mehr Energie, also mehr Leistung vom Motor, also locker nochmal 10-15%, was es ausmacht, weil sie dann doch nicht so zuverlässig zünden. Und eben die Superdemona hat auch eine Doppelzündung, in unserem Mose kann es nicht passieren, da hat er nur Einfachzündung, aber in der Sierra Mike natürlich, ich weiß gar nicht, was die Virus, wie das da ist, aber genau. Auch hier mal kurz reinschreiben, wie verhindert man diesen Unfall? Es ist eigentlich ganz einfach, aber ich möchte es mal nicht spoilern. Irgendjemand sonst wird aber draufschreiben auf die Karte, wie wäre der Unfall verhindern zu gewesen, weil darum wird es nachher bei dem Risiko auch nochmal gehen. Das ist nämlich kein seltener Unfallgrund. Da gibt es ja keine Vorschriften, mit was für Magnetenstellung das man schleppt. Wenn das ja, klar bekannt gibt's, ist. Ja, gibt es klar, das steht ja auch in der Checklist, das wird immer mit beiden Magneten geschleppt. Achso, und dann, wenn man sich also daran hält. Genau, und Checkliste. Wenn man seine Checkliste durcharbeitet, dann müsste es eigentlich auffallen, ne? Genau, das ist es halt eben. Das ist der Knackpunkt.
Und bei der Ceramike ist es insbesondere noch wichtig, dass man die Benzinpumpe anmacht, weil das macht einen massiven Unterschied. Ja. Genau, Dichte über 8, das sind auch nochmal Sachen fürs Allgemeine. Genau, aber hier, worauf es hin war, der Unfalluntersuchungsbericht eben schlicht und ergreifend, das war nicht die Konfiguration für Schleppen, sondern der Motor hat nicht die volle Leistung gegeben. Also es ist einfach Checkliste und das werden wir nachher sehen, ist natürlich ein Unfall, der tut vor allen Dingen erfahrenen Piloten passieren. Die erfahrenen Piloten schließen das Höhenruder von der ASW20 nicht an. Die erfahrenen Piloten machen die Checkliste, schauen einfach nur mal drauf und sagen, ja passt schon, oder schauen einmal kurz auf den Uhrenladen da vorne und starten einfach. Also das ist was auf jeden Fall Anfängern weniger passiert, sondern irgendwann wird es abgestumpft und muss sich immer wieder darauf konzentrieren, mit den Checklisten zu arbeiten, weil dafür sind die da. Insbesondere selbst auch als Fluglehrer, wo man das x-mal am Tag oder sowas macht und irgendwo drinne hat, aber aus der Routine geht da was raus. Genau. Also ich gehe jetzt nicht auf die Berichte ein, weil wir haben jetzt nur noch 12 Minuten ist gerade der Timer. Die sind immer unten drin reingelinkt, könnt ihr euch rauskopieren und dann auch nochmal selber anschauen. Generell ist mir aufgefallen, es gab relativ wenig BFU-Berichte. Gut, kann ich jetzt die Drehzahl geringer ist. Ja, es gab relativ wenig BFU-Berichte, also die BFU scheint auch immer mehr Unfälle auch gar nicht mehr zu untersuchen. Die Bearbeitung dauert länger, also ich glaube, so das Personal, die sind jetzt alle mit Betracht, damit haben zu tun, wohl REM-Checks oder ähnlichen Mist zu machen, anstatt sich halt solche Unfälle aufzubereiten. Das ist ein bisschen schade, also wenn man sich anschaut, im Moment sehr, sehr wenig Berichte da. Gut, die Landekurve. Auch das ist ein exemplarischer Unfall. Das ist von der Hornet. Nachdem wir jetzt eine Hornet am Platz haben, habe ich die mal rausgenommen. Auch da kommt es wieder zusammen. Irgendwie Flugschüler, die, glaube ich, ein bisschen zu weit weg waren, müssen dann eine Außenlandung machen, was wohl der Flugauftrag nicht hergegeben hat, sondern die sollten natürlich im Platzbereich unter Aufsicht des Fluglehrers fliegen. Und dann genau, darauf gab der Fluglehrer Hinweis, in Richtung Maisfelder zu fliegen und dabei auf die Fahrt zu achten. Zeugen am Boden beobachten, wie das Segelflugzeug aus Richtung Hütten kommt, auf das Gelände eines Golfplatzes Zuflug und anschließend eine Richtungsänderung mit einer steilen Linkskurve vornahm. Die Flughöhe wurde auf 50 bis 80 Meter geschätzt. Es wurde beobachtet, wie das Segelflugzeug im Verlauf des Kurvenfluges abkippt und anschließend mit großem Längsneigung auf eine Landestraße stürzte. Der Flugschüler wurde dabei tödlich verletzt und das Segelflugzeug zerstört. Das ist leider einer, der auch sehr, sehr exemplarisch ist. Also die Landekurve, die Endteilkurve, wenn die Endanflugkurve, die ins Endteil führt. Wenn ihr da einfach zu langsam seid oder zu steil und zu langsam oder zu langsam für die Steilheit, wie man es auch überdrehen will, gerade wenn ich tiefer bin und dann die Nase nicht mehr konsequent nach unten nehme, da passieren einfach die meisten Unfälle und einfach in 50 Meter Höhe Trudeln einleiten, ist halt tödlich. Hier haben wir unsere erste Session am 14.03. Die haben wir genannt Fleiße Plane, wo es genau darum geht, um dieses Thema, was ist in Notfällen, was muss ich in Stresssituationen wie eine Außenlandung machen. Haben wir 3 Stunden drüber geredet, schaut euch es einfach mal an. Aber das Hauptthema ist Fleiße Plane und Fleiße Plane bedeutet Nase runter auf die Fahrt achten. Wenn ich halt immer am gelben Dreieck bin, damit kann ich eine 60-Grad-Kurve gerade noch so überleben. Also man sollte nicht zu steil fliegen oder halt dann vielleicht in Stresssituationen noch ein bisschen schneller als das gelbe Dreieck. Wobei, wenn das Außenlandefeld kurz ist, dann vielleicht doch genau im gelben Dreieck, aber auf keinen Fall zu langsam und auch nicht zu langsam, wenn der Boden nur noch 20, 30, 40 Meter ist. Solange ich in der Kurve keine Bodenberührung mit der Kragfläche habe, die dem Boden näher ist, solange fliege ich sauber, Faden in der Mitte, Nase unten halten, auf die Fahrt achten. Erst, wenn sonst vielleicht der Flügel die Boden berühren sollte, dann muss ich mir nochmal andere Gedanken machen. Aber dann habe ich vielleicht ein größeres Problem, wenn dann meine Kurve noch nicht fertig ist. Aber auf jeden Fall, solange das der Fall ist und 50 bis 80 Meter ist genug Platz, müsst ihr immer auf die Fahrt achten, weil sonst geht das tödlich aus. Und auch in Hindernisse rein oder egal, was ihr macht, also hier diese Bäume, wenn ich irgendwie zwischen den Bäumen durch und es reißt die Tragflächen ab, dann habe ich irgendwelche mittleren Verletzungen vielleicht, aber es ist in der Regel nicht tödlich. Wenn ihr dann in einem Trudeln, wo die Nase ja fast zum Boden zeigt, so aufschlägt, das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit tödlich. Also in der Landekurve abschmieren ist so das Schlimmste, was euch passieren kann, deswegen darauf immer achten. Gut, dann das Nächste, wir üben als Fluglehrer, oder ich zumindest mal sehr gerne die Umkehrkurve, weil die der komplexeste Fall ist bei dem Seilriss
oder Startunterbrechung kann ja auch sein, irgendwas anderes, Steuerung, weil Winde stimmt nicht oder sowas oder der Motor stirbt ab oder die Leistung ist einfach zu wenig. Aber auf jeden Fall, der Start wird unterbrochen. Ich bin dann irgendwo in 80, 100, 120, 140 Meter Höhe, komme ich raus. Und was mache ich dann? Und ich übe tatsächlich sehr oft die Umkehrkurve, weil die das Komplexeste und eben mit dem kurvenniedriger Höhe Unfall häufig ist. Und natürlich, ich muss dann nicht die 2 Kilometer zurückschieben, wenn ich ja vielleicht rechts von der Winde in dem Grasstreifen zwischen den 2 Solarfeldern lande. Aber tatsächlich habe ich jetzt auch schon mehrmals beobachtet, dass Flugschüler bei Seilrissen dann immer eine Umkehrkurve machen, was natürlich nur eine von 3 Optionen ist und die gefährlichste von allen 3. Die verkürzte Platzrunde, weil ich höher bin, kann geschickter sein, oder die Geradeauslandung. Und darauf geht, auf die Geradeauslandung geht dieser Flugunfalluntersuchungsbericht her. Der ist quasi gestartet und dann ungefähr in 60 bis 80 Meter Höhe gab es eine Unterbrechung und hat ausgeklingt. Ich glaube, der Wind hat einfach zu schnell angeschleppt, war 150 oder sowas und dann hat er langsamer gebrüllt und dann auf einmal ist der Windfahrer zu stark vom Gas runter und auf jeden Fall ist das Seil rausgefallen oder sowas. Und der wollte eine verkürzte Platzrunde fliegen, was aus 60 bis 80 Meter Höhe spannend ist. Und dann aber hat er schon die erste 90-Grad-Kurve nicht geschafft, ist die einfach zu langsam geflogen und ist dann ins, sage ich mal, halt auch Trudeln eingeleitet, also wie der Unfall davor, das ist das Gleiche. Aber hier, sage ich mal, sieht man so dieses Unnütze eigentlich noch besonders, weil der Flugunfalluntersuchungsbericht arbeitet halt heraus, dass ich entweder diagonal hätte rauslanden können, wo ich mehr Platz habe, da ist auch ein Loch in den Büschen, wo ich raus kann, oder einfach hinter den Büschen sind dann Äcker, auf denen ich landen kann. Und das ist eine Geschichte, die man tatsächlich bei uns auch passieren könnte, dass man einfach zu oft fixiert ist auf die Umkehrkurve, die wirklich die schlechteste der Alternativen ist und die ja nur den ganz kleinen Bereich, wenn ich nicht mehr geradeaus landen kann, abdeckt oder wenn ich eben eine verkürzte Platzrunde fliege. Deswegen nochmal ganz kurz ein paar Sachen. Was sind irgendwie gute Auslandemöglichkeiten in beide Richtungen, wenn ich in Richtung Kitzingen starte oder wenn ich in Richtung Groß-Langheim starte? Da könnt ihr mal kurz 2, 3 Kärtchen draufkleben, die wir haben. Und ich habe hier unten auch nochmal den Link zu der Google-Karte, wo sie auch eingezeichnet sind, die Außenlandefelder. Ich hätte da eine Frage. Ja, bitte. Bei der Umkehrkurve wollen wir doch eigentlich auch immer um die Winde rum fliegen. Ja. Das heißt, wir haben eigentlich in Kitzingen von der Länge her jetzt schon, sind wir ja dann eigentlich schon in einem Bereich, wo wir so eine, sagen wir mal, komfortable Höhe haben, dass wir um die Winde rumfliegen können. Und dann haben wir, also vorher kann man ja immer noch geradeaus landen. Und danach bin ich dann irgendwann schon mal wieder in der Höhe für die verkürzte Platzrunde quasi. Also das ist schon sehr eng bei uns dann von den Höhen her, von der Option her, dass ich eigentlich vielleicht sogar schon die verkürzte Platzrunde machen kann, eigentlich, wenn ich schon in einer recht komfortablen Höhe hier bin. Nein, die Umkehrkurve ist genau für die Sachen. Also 150 Meter ist ja die Faustregel, mache ich eine verkürzte Platzrunde. 100 Meter kann ich geradeaus landen, dazwischen kann ich überlegen, vielleicht 110 kann ich auch noch geradeaus landen, kommt darauf an, wie weit ich auch schon vorne bin, wie stark ist der Wind und lauter so Faktoren haben wir Einfluss darauf, ob der Seilriss jetzt, sage ich mal, vielleicht hier irgendwo auf Höhe, wenn ich jetzt nach Kitzingen rausstelle, ob das Seilriss hier stattfindet oder auf Höhe vom Vorfeld stattfindet. Wenn ich am Vorfeld in 120 oder 150 Meter bin, schaffe ich es nicht mehr zu landen auf der Bahn, aber eben ich schaffe es zu landen einfach zwischen den Solarfeldern, da ist auch nochmal ein ganzer Flugplatz da drinne. Und wenn natürlich irgendwo hier vorne, was häufiger passiert, das Seil reißt, dann Klappen voll raus, runter, ein bisschen Schwenker zur Hauptbahn vielleicht noch, weil die Winde stehen ein bisschen vor, da habe ich nochmal ein paar Meter mehr und notfalls kann man vielleicht auch da dann an den Solarfeldern vorbei auch noch raus rollen. Aber letztendlich, wir haben in der Tat sehr, sehr viel Platz und eben der zwischen den Solarfeldern ist ein wunderbarer Acker, der gut geht. Leider, oder das ist leider, also der ist ja super der Weg, aber fürs Außenlanden ist er dumm, weil vorher konnte man das gesamte Stück in der Mitte landen und andersrum muss man halt die Entscheidung treffen, setze ich mich vor oder nach dem Zaun hin, wenn ich glaube, dass ich noch irgendwo schaffe, in dem Bereich aufzusetzen, also ungefähr quer ab der Wiese, dann schaffe ich auch zu stehen zu kommen vom Zaun. Wenn ich da noch zu hoch bin, dann klappe ein bisschen rein und mache einen Anflug auf diesen Acker links vor dem Aussiedlerhof, dass ich ein bisschen Schwenker mache und dann da drauf fliege und nach diesem Weg
Da habe ich einen relativ langen Acker, der ist beschrieben als 330 Meter Länge. Dafür muss ich ja ein Flugzeug reinsetzen können. Es war tatsächlich auch früher so, bei der als Umkehrkurve, wenn Seitenwind herrscht, mit dem Wind kurven oder gegen den Wind einkurven? Kommt drauf an. Also tatsächlich hier in Kitzingen würde ich immer weg von der Hauptbahn kreisen und dann auf die Hauptbahn zu. Ansonsten natürlich immer erstmal mit dem Wind wegtreiben lassen und dann die Kurve gegen den Wind. Das ist normalerweise. Hier aber haben wir jetzt nochmal, ich weiß nicht, was sind das, 50 Meter, 100 Meter dazwischen, was ja schon in einem halben Kurvenradius ist. Aber ich muss immer weg von der Kurve fliegen. Also wenn ich zur Hauptbahn gehe, ich kurve eigentlich meistens nach Süden und das dann das um die Winde herum und dann da auf die Hauptbahn kommen oder andersrum auch nach Süden weg oder auf die Hauptbahn. Wenn ich eher der Wind vielleicht stärker ist, der Seitenwind, dann sollte ich natürlich gegen den Wind und dann halt die Umkehrkurve natürlich auch einfach auf der Rollbahn landen wieder, wenn das dann halt anders nicht passt. Das ist aber, da muss es schon sehr schnell sein. Meinst du sehr schnell? Und das mit und gegen den Wind? Ja, meinst du, das ist auch eine schnelle Entscheidung. Weil es ist immer, wie der Wind ist, muss man halt immer anders entscheiden. Ich meine, das trainiert man ja in der Ausbildung, dass man halt das immer mal fragt, wie wird es jetzt die Umkehr oder wie wird es jetzt landen, wenn in welcher Höhe der Seilriss ist. Ich meine, das Dumme ist natürlich, meistens ist es schon fast die halbe Ankündigung, dass danach dann auch eine Seilrissübung kommt, wenn man das dann als Fluglehrer fragt. Aber wir probieren es eigentlich schon immer einzubauen. Das sollte natürlich jeder Flugschüler, jede Flugschülerin schon immer wissen, wie sie das Flugzeug sicher an den Boden bringt, wenn in jeder Phase startet und was passiert, weil es kann dann einfach in jeder Phase startet, was passiert. Und das ist ja kein Notfall oder ähnliches, sondern einfach eine geübte Prozedur. Und wenn es natürlich dicht sitzt, dann ist man halt einfach noch nicht so richtig fit dafür. Okay, gut, die Auslandefelder, jetzt haben wir ja gezeigt. Nachdem die Zeit wegläuft, dann gehen wir zur nächsten Folie. Die trudelartige Bewegung. Da habe ich also erstmal der Fall. Ich habe den jetzt mal hergenommen, weil der sehr schön das Einschlagbild beim Trudeln anzeigt, wo natürlich die innere Trudelinnere Tragfläche kaum eine Geschwindigkeit hat und die Außentragfläche natürlich die bei Drehbewegung Strecke zurückfliegt. Man sieht, wie quasi innen irgendwo halt eingeschlagen ist und außen mäht er das ganze Getreide und man sieht auch die Richtung, wie es umgemäht ist. Das war jetzt ein ASW 20. Ich habe auf der rechten Seite einfach mal nur mal das Wort trudelartige Bewegung rausgesucht aus BFU-Berichten. Da findet man einfach tonnenweise davon. Also dieser Einschlag in trudelartiger Bewegung, ich meine klar, irgendwie müssen die Flugzeuge beim Unfall ja auch am Boden ankommen und entweder schmieren sie aus der Kurve oder sowas ab oder irgendwas passiert oben und die schaffen es nicht aufzufallen, aber ein normales Flugzeug, was mechanisch intakt ist, kann ja sonst eigentlich auch nicht abstürzen. Also deswegen ist natürlich, wenn es zu einem Absturz kommt, das die Geschichte. Hier hatte ich aber die Umfrage gemacht, ich würde da gerne mit unserem Perkos einen Trudelkurs machen, wo man dann auf das Thema dann nochmal ein bisschen detaillierter eingeht. Da hatte ich aber eine Umfrage gemacht vor ein paar Wochen, möchtest du teilnehmen? Ja, nein, vielleicht. Und da haben immerhin 16 LSC-Mitglieder gesagt, ja, sie möchten unbedingt daran teilnehmen und 5 vielleicht. Das fand ich eigentlich ziemlich schön. Also wenn da noch jemand ist, da ist der Link drin, tragt euch da einfach mal ein. Sobald wir fliegen können, machen wir da einen ausführlichen Theoriekurs dazu, wo wir uns nochmal die Aerodynamik anschauen, was denn tatsächlich dabei passiert, wie kommt es dazu, dass man trudeln kann, ein paar Mythen aufräumen, was hat es mit Flachtrudeln aus sich, flachen Trudeln, kann man Trudeln immer ausleiten oder nicht oder solche Sachen, natürlich kann man es, man kommt also immer raus und wir schauen uns dann auch besondere Trudelnformen an, auch bei hoher Geschwindigkeit, weil das Trudeln ist keine Eigenschaft der Geschwindigkeit, das passiert irgendwann, wenn das Flugzeug aufhört zu fliegen, passiert das, aber das Flugzeug kann aber jeder Geschwindigkeit aufhören zu fliegen, nicht in dem Moment, wo der Anstellwinkel zu groß ist und das werden wir uns in der Theorie anschauen und dann jeden Trudelfall können wir mit Perkos auch demonstrieren, wir können den Flieger also auch bei 150 km/h, was fast das Doppelte der Mindestgeschwindigkeit ist, dort einfach ins Trudeln reinzwingen, was dann verreicht nicht so viel. Oder wir können auch diesen Fall, der hier unten ist,
Die Briten haben mal 19 Fälle dokumentiert, wo Flugzeuge ins Rückentrudeln gekommen sind, zum Beispiel nach dem Seilriss. Ich drücke zu sehr nach und höre mit dem Nachdruck nicht auf. Da kann ich auch aus dem Normalflug ins Rückentrudeln rein, was gerade bei Flugschülern passiert, wenn sie sagen, oh, ich muss jetzt mit aller Gewalt nachdrücken, aber irgendwann muss ich halt auch mal aufhören, weil sonst kann ich da auch ins Rückentrudeln. Und lustigerweise, also auch Flugzeuge, die überhaupt nicht trudeln im Normalflug, trudeln hervorragend im Rückentrudeln. Und da gibt es also auch sehr, sehr viele Fälle. Und auch das wollen wir uns dann mit dem Percos anschauen. Den können wir auch aus dem Normalflug ins Rückentrudeln drücken und so weiter. Also da will ich dann mal einen Kurs machen, dass dann, weiß nicht, 2, 3 Stunden Theorie zu dem Thema und dann mal jeder 3 vielleicht teure F-Schlepps auf 2000, 2500 Meter oder sowas. Und wir trudeln da alles aus dem Normalflug, aus dem Kurvenflug, mit dem Seitenruder, mit dem Querruder eingeleitet, mit allem Möglichen. Also der Percos, der macht das so göttlich. Wirklich besser geht's nicht. Und das eben auch für die Motorflieger, können das dann genauso da drinnen machen, dass sie dann mal mit Percos machen, das halt einfach mal erleben, wie das da alles geht. Weil natürlich, was ich, Sarah Mike mit den Kreiselinstrumenten, die gehen kaputt, ist auch nicht zugelassen oder so. Mit Mose, da geht einige Sachen kaputt. Man will es also nie machen, aber ich schätze, sehr, sehr viele Motorflieger haben halt einfach noch nie getrudelt. Und dafür passieren einfach zu viele Unfälle beim Trudeln mit allen Luftfahrzeugarten. Segelflug, Ultraleicht, Motorflug. Also das Ding ist schon einer der Killer Nummer 1. Okay, damit ist jetzt die Zeit gerade hier vibriert, ist abgelaufen. Wir haben 18.17 Uhr. Ich glaube, die letzte Folie, genau, da hat irgendjemand einfach weitergeklickt. Da sind wir durch. Das waren jetzt mal exemplarisch ein paar Flug- und Falluntersuchungsberichte. Unter bfuweb.de könnt ihr immer nachschauen. Also ich lese mir jeden durch, der da drauf veröffentlicht wird. Ich schaue da alle 2, 3 Monate mal drauf und schaue alles, was seit dem letzten Mal veröffentlicht ist, empfehle ich jedem auch. Es soll nicht Angst machen, sondern halt einfach sensibilisieren, was passiert, weil, sage ich mal, man muss das immer im Hinterkopf haben und dann entsprechend antizipieren können, dagegen handeln können. Und darum geht es ja gleich auch in unserer nächsten Session. Okay, wunderbar. Hat jemand noch Anmerkungen zu der Session? Ja, Arnold, vielleicht zu dem Thema Trudeln. Motorflugtrudeln. Der neue Präsident Bernhard Trummer bietet für LVB-Mitglieder auch im Motorflugtrudelkurse an mit seiner Maschine. Das nur auch als Anmerkung dazu. Mhm. Herr Wolfgang gesagt, auch der Virus trudelt ja wunderbar. Ich meine, da muss halt ein Motorfluglehrer oder ich muss mal halt schauen, wer rechtlich halt das dann auch einweisend oder damit halt das machen darf. Ich habe noch was zum Startunterbrechung beim Windenschlepp. Ja. Mit dem Fußgänger, der nahe läuft und dem Ganzen. Wenn ich mich beim Windenschlepp so verhalte, wie es die Vorschrift zeigt, dass ich mich nicht gleich nach dem Abheben hinhänge, sondern flachsteig bis auf 50 Meter Sicherheitshöhe, kann mir auch nichts passieren. Da kann der Seil rausfallen, alles ist alles überhaupt kein Problem. Wenn ich natürlich nach dem Abheben gleich ziehe wie ein Ochs, dass ich schon dran hängt, dann ist natürlich ein Problem. Also immer der Sicherheit einhalten, 50 Meter Minimum flach steigen und dann erst in die Steilfluglage. Und dann habe ich keine Probleme. Ja. Absolut richtig. Und die gesamte Flugsicherheit, die baut eigentlich immer darauf auf, dass wir mehrere Sicherheitsfaktoren haben, so dieses Käsescheibenmodell. Und da müssen schon mehrere Sachen schiefgehen, damit es zu einem Unfall kommt. Also genau, wenn jetzt einfach in 5 Meter und ich habe einfach normal in sich steigen lassen, der Zug ist weg, genau deswegen macht man es ja, dann kann da auch eben nichts passieren. Das ist absolut recht, Peter. Also da müssen immer, bei jedem Flugunfall müssen mehrere Sachen schiefgehen, damit es zu einem Unfall kommt. Und warum dann so flach raus, was, wenn ich den Fußgänger erwischen?